Hallo ihr Lieben, wir schauen heute ins Light Seers Tarot für den 17. Juni. Was bekommen wir denn da Schönes für den 17. Juni? Aha, heute lassen wir uns also Zeit. Sehr interessant. Okay, 5. Stäbe. Hui, da möchte ich aber jetzt wissen, liebe Karten, ist das eine Karte eher der beruflichen Geschichte oder eher der familiären und Beziehungsgeschichte? Aha, der Mond und die drei Schwerter. Okay, das ist natürlich ein bisschen eine schwierige Zeit heute, ja? Weil wir haben hier einerseits die 5. Stäbe, das ist eine Karte des Konflikts, der Konkurrenz und der Ellbogengesellschaft. Dann haben wir die 3 der Schwerter, das ist die Karte des Verlustes, des Herzschmerzes und der Verletzung. Und dann haben wir die Karte der Mond. Und der Mond sagt uns, gewisse Dinge sind noch geheim, sind noch nicht sichtbar, sind unklar. Es ist ganz, ganz schwierig, ja? Also wir haben hier 3 sehr dunkle Karten, ja, man sieht es auch an der Farbe. Die Farbgebung ist sehr, sehr dunkel. Es ist eher Nachtkarten, ja. Mit den Schwertern haben wir hier auch die Luftzeichen vertreten und mit den Stäben die Feuerzeichen, ja, also die Zeichen der Action. Es ist ein bisschen eine schwierige Zeit, ja, weil man erleidet hier unter Umständen man kriegt da traurige Nachricht, ja, man kriegt vielleicht schlechte Nachrichten, man kriegt vielleicht Stress auf der Arbeit, weil da viel Konkurrenz herrscht, man muss sich durchsetzen gegenüber anderen Menschen, man hat vielleicht Konflikte mit der Familie, man streitet sich vielleicht sehr viel und es sind Dinge einfach nicht klar. Es ist so, dass man gerne zu den Menschen durchdringen will, aber man kann nicht, weil sie sagen einem nichts, ja, es wird einem Information vorenthalten, man weiß gewisse Dinge nicht, man wird im Unklaren gelassen, man wird im Dunkeln gelassen, man tappt im Dunkeln, ja, und das tut weh, ja, im Dunkeln zu tappen und nicht zu wissen, was eigentlich los ist und nicht informiert zu sein, das tut weh, man fühlt sich nicht up to date, man fühlt sich hier nicht eingeschlossen in die Gemeinschaft, sondern jeder kämpft für sich, ja, da ist ein Ausschluss, das Gefühl des Ausschlusses, jeder für sich und jeder gegen jeden, das ist keine angenehme Atmosphäre hier, ja. Und man denkt sich, ich weiß nicht, was ich tun soll, ja. Der Mond ist die Karte des Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es ist dunkel. Um mich herum ist es kalt, dunkel. Ich weiß nicht, ja, wie es weitergehen soll. Das ist ein schwieriger Tag heute, ja. Jetzt schauen wir mal, ob es dafür eine Lösung gibt, ja. Ich möchte wissen, liebe Karten, gibt es für diese schwierige Situation eine Lösung heute? Jawohl, wir haben sogar 2 Karten. Aha, interessant. Wir haben die 9 der Stäbe, die Karte des verwundeten Kriegers. Das ist kein Wunder, weil wir haben hier die 3 der Schwerter. Das ist die Karte der Verwundung, der Verletzung. Und hier haben wir den verletzten Krieger. Der Krieger, der sagt, ich kann nicht mehr. Das ist mir alles schon zu viel. Aber diese Karte sagt auch, gib nicht auf, mach weiter, kämpf weiter. Ja, es ist schwer, aber bitte gib nicht auf, weil hier wartet schon der Neuanfang. Das ist die 0, das ist der Nachteil. Das ist derjenige, der sagt, so, jetzt geht's wieder von vorne los. Die 0 ist die erste Karte der Major Arcana. Ja? Das ist der absolute Neuanfang. Und das ist die einzige große Arcana-Karte, die hier gefallen ist. Ja? Die anderen sind alle klein. Das bedeutet, lass dich fallen, lass es passieren, weil da unten ist das Sicherheitsnetz des Universums, das fängt dich auf. Du kannst vertrauen, du kannst dich rückwärts fallen lassen. Vertrauen ist hier wichtig, ja? Vertrauen ins Leben, dass es auch wieder anders werden kann, ja? Nach dieser Verletzung, nach dieser Geschichte. Und diese Person ist auch mit sehr leichtem Gepäck unterwegs. Das heißt, einige von euch werden sich von gewissen Dingen trennen müssen. Entweder von Gegenständen, von einer Wohnung, von einer Beziehung. Es gibt eine Trennung, es gibt eine Abtrennung und danach ist man leichter unterwegs. Das Gepäck ist leichter. Man hat einen schweren Koffer abgestellt. Ja. Es ist eine schwierige Energie heute, das gebe ich zu. Aber jetzt schauen wir noch, was gibt es hier? Das Glückszeichen heute, der Löwe. Und Glückszahl ist die Nummer 8, die 8 der Unendlichkeit. Ja? Also da, wo etwas aufhört, fängt auch wieder etwas an. Da, wo etwas stirbt, da wird auch wieder was geboren. Ja? Also bitte keine Panik. Keine Panik auf der Titanic, es wird alles wieder gut, okay? Also, ich wünsche euch einen schönen Tag trotz allem. Ich hoffe, dass ihr ein Like unter dem Video lasst und den Kanal abonniert. Dann sehen wir uns auch bald wieder. Beides ist natürlich völlig gratis für dich. Wenn du dein Reading für 2022 fürs ganze Jahr sehen willst, unter dem Video in der Infobox ist der Link. Und ich wünsche dir ein schönes Tagel. Baba.